Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die 3FA-Kriterien der Richtlinie 3.3 Eingabeunterstützung der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien einfach A und Doppel A der Richtlinie 3.3 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 3.3 gehört zum Prinzip 3 mit dem Titel verständlich. Es lautet, Informationen und die Bedienung der Benutzungsschnittstelle müssen verständlich sein. Und die Richtlinie 3.3 hat den Titel Eingabeunterstützung und lautet, helfen Sie Benutzern, Fehler zu vermeiden und zu korrigieren. Es geht also um die Eingabe von Daten durch den Benutzer, in der Regel durch ein Webformular. Und die Benutzergruppen, die davon besonders profitieren, sind Benutzer mit kognitiven Einschränkungen, aber auch Anfänger am Computer oder in der Anwendung, auch ältere Benutzer und im Prinzip alle Benutzer, weil jeder macht mal Fehler. Das Erfolgskriterium 3.3.5 hat den Titel Hilfe und hat einen kurzen Text. Es ist kontextsensitive Hilfe verfügbar. Und es bezieht sich jetzt eben auf Formulareingaben, wenn die Beschriftung nicht ausreichend ist, um die Funktion oder den erwarteten Eingabewert zu beschreiben. Wie kann man solche kontextsensitive Hilfe verfügbar machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Link zu einem ausführlichen Erklärtext für das ganze Formular oder für ein spezielles Eingabefeld einfügen. Oder man kann ausführliche Informationen zu einem Eingabefeld ins Eingabefeld schreiben als Placeholder-Text. Das hat aber den Nachteil, dass er verschwindet, wenn man den Fokus auf das Feld setzt oder hineinklickt oder etwas schreibt. Und dann kann es sein, dass man das wieder löschen muss, um wieder zu sehen, was denn die Erklärung war. Insbesondere wenn es um spezielle Eingabeformate geht, wie ein Datum oder Kreditkartennummer, ist es schlecht. Besser ist es, wenn man den zusätzlichen Text neben dem Eingabefeld anzeigt, und zwar dann, wenn der Fokus im Eingabefeld ist. Das kann man mit Skripten erreichen. Oder man kann auch ein Chatbot zum Beispiel anbieten, mit dem man chatten kann und spezielle Fragen loswerden kann für das Eingabefeld. Es ist natürlich dann wichtig, dass der Chatbot weiß, in welchem Feld man sich gerade befindet, deswegen kontextsensitiv. Das Erfolgskriterium 3.3.6 hat den Titel Fehlervermeidung und in Klammer alle. Und zwar, das alle bezieht sich auf alle Webseiten und Eingabeformulare. In 3.3.4 war nämlich schon das Gleiche gefordert, aber mit einer Beschränkung, worauf sich das jetzt bezieht. 3.3.4 hatte auch den Titel Fehlervermeidung und damals oder bei 3.3.4 waren rechtliche Transaktionen, finanzielle Transaktionen und Daten des Benutzers im Fokus. Und das hat sich nur darauf bezogen, während jetzt unter 3.3.6 es für alle Webseiten gelten muss. Und zwar muss eben jetzt Folgendes gelten: Für Webseiten, die vom Benutzer fordern, Informationen zu übermitteln, gilt mindestens einer der folgenden Punkte. Erstens umkehrbar, Übermittlungen sind umkehrbar. Das heißt, es muss so eine Art Undo-Funktion geben für übermittelte Daten, sodass die wieder korrigiert oder zurückgenommen werden und nicht mehr auf dem Server sind. Zweite Möglichkeit, geprüft. Vom Benutzer eingegebene Daten werden auf Eingabefehler geprüft und der Benutzer erhält eine Gelegenheit, diese zu korrigieren. Also das System prüft die Eingaben und entdeckt, wo es Probleme oder Fehleingaben gibt und der Benutzer erhält dann die Möglichkeit, diese Fehler nochmals zu korrigieren. Oder die dritte Möglichkeit bestätigt,
Es ist ein Mechanismus verfügbar, um Informationen zu überprüfen, zu bestätigen und zu korrigieren, bevor die Übermittlung abgeschlossen wird. Also der Benutzer bekommt eine Übersicht über die Daten, die er eingegeben hat und kann dann nochmals Änderungen machen, wenn er Fehler entdeckt, bevor er dann die Daten endgültig abschickt. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 3.3 Eingabeunterstützung aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpei.eu/wcag21erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.